Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen Map. Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen was an Fahrzeugen zusammengestellt. Unter anderem den Deutz Fahr mit dem Pöttinger Mähwerk, dem Krone Schwader. Den stellen wir mal ganz vorne hin. Weil wir werden uns mal heute um ein paar Ballen bemühen. Dann haben wir hier den Klass Axion mit dem der Krone Ultima. Die werden wir nämlich auch brauchen. So, und die verbinden wir jetzt mal kurz durch Follow Me. Und dann haben wir hier eben noch unseren MAN Truck mit dem Auflieger. Also erst Motor anlassen. Ist ja logisch. So, und dann werden wir uns mal zu einer Wiese begeben. Ich weiß. So, gucken wir gerade mal, ob die alle hier hinterherfahren. Jawohl. Ich weiß nicht, ob die Wiesen wirklich alle schon bereit sind. Aber eigentlich schon. So, lass mal gerade mal das Auto noch vorbei. Ey, kannst du nicht mal ein bisschen aufpassen hinten? Ich dachte, 20 Meter Abstand wäre eigentlich genug. So, folgt alles schön aufgereiht. Sehr gut. Dann können wir mal richtig starten. Weiß gar nicht, welche Wiese ich machen soll. Ich hätte mir eigentlich die 8 ausgeschaut. Aber ich glaube, wir fahren mal hoch bis zu 24. Muss ich gerade mal hier in die Karte gucken. So, wir fahren. Oder wir fangen hier gleich an. Ich glaube, wir fangen hier gleich an. So. Aber dann fangen wir hinten an beim Gemüsehändler. Oder hier. Hier ist doch eigentlich eine perfekte Startposition. So. Ey. Warum fährt denn der immer vorbei? Aufgefahren? Nee. Hier muss man kurz Follow Me ausmachen. Ja, werter Herr, Sie müssen mal kurz warten, bitte. So, fahren wir. Ich muss mal gerade noch schauen, wie die Einstellungsballenwickeln soll aus sein. Wir wollen keine Silage machen. 1,5 und Ablage automatisch. Dann passt das auch. Moment, können wir gleich wieder verbinden. Ist das verbunden? Ja. Dann den hier noch. Da haben wir schon eingestellt, 1,5 Meter Rundballen. Und Arbeitsmodus an. Ist der auch noch verbunden? Ja. Gut, dann können wir in den Deutz einsteigen und dann hoffe ich, dass hier auch wirklich Gras abfällt. Ja, tut's. Aber die müssen sich jetzt dadurch zwängen, Alter. So, und dann machen wir hier halb vollautomatisch unsere ersten Ballen. Wir haben nur das Führungsfahrzeug, was wir steuern müssen. Und der Rest sollte vollautomatisch bis zum Aufladen funktionieren.
Natürlich kommt bei der Wiese hier jetzt noch nicht so viel bei rum, weil die einfach nicht so hoch gewachsen ist. So, ich will bloß bis hier mähen. Dann können wir gerade rüberfahren, einmal wenden. Oh, da ist schon der erste Ballen. Und. Zack, aufgeladen, ha? Das ist eine coole Sache. So, jetzt ist die Frage, ob die alle richtig wenden. Oder ob ich mehr Platz lassen muss. Aber es scheint genau zu passen. Also passt. Wir machen jetzt einfach ein paar Ballen, weil es natürlich viel angenehmer ist, Ballen zu verfüttern, wie jedes Mal Gras schneiden zu gehen. Und ja, ist einfach sehr praktisch. So, ich werde hier jetzt mal... die Straße kurz missbrauchen. Dass wir hier zum anderen Ende kommen, weil sonst fahren wir ein bisschen doof. Oh, da ist ein Schild. Naja. So. Ich probiere hier natürlich gerade Linien zu fahren. Deshalb habe ich jetzt mal kurz beschlossen, ich fahre da am Ende kurz über die Straße. Wir können leider in der Feldwirtschaft noch nicht weitermachen, weil die Felder einfach noch nicht bereit sind. Wird sich hoffentlich bald ändern. So, aber das System ist sehr toll. Ich mache jetzt mal einfach einen größeren Kreis. So, drei Ballen haben wir hinten schon drauf. Nein. Fahren wir gerade noch ein bisschen zurück. Ich hoffe, dass sie das nicht auch machen. So, und den kleinen Landstreifen hier, den beachten wir mal einfach nicht. Wir fahren einfach mal geradeaus durch. Den Vorteil, den ihr davon einfach habt, ist, ihr habt keine Ballen, die irgendwie rumliegen und euch beim Pressen stören oder beim Mähen stören, weil sie irgendwie rumgekullert sind. Das System hier werden wir natürlich, sobald wir uns das leisten können, noch ein bisschen optimieren. Das bedeutet, wir werden uns früher oder später... Ballen? Steht er unter Ballentechnik? Nee. Unter was steht er denn? Hier. Unter Mähwerke steht er. Diesen hier, den... Ohne Big M 500 2017 E werden wir uns holen. Früher oder später. Der hat eine Arbeitsbreite von 13,2 Meter. Und der legt das Gras auch gleich schon in Bahnen ab.
Das heißt, da müssen wir dann einfach an den Krone den Ballenwagen dranhängen und an den dahinter den Auflieger, also den Tieflader. Da ist das System noch ein bisschen schöner. So. Das ruckelt ein bisschen. So, 4 Ballen drauf. Sehr fein. Ansonsten, unsere Schafe sind noch versorgt. Die Produktion, die wir angeworfen haben, im Sägewerk laufen natürlich auch durch. Soja müsste auch fertig sein und unsere Brote, Kuchen und unser Mehl, das produziert noch. Das ist relativ langsam. Aber naja, besser wie nichts. Wir machen jetzt hier einfach mal die Wiese. Und dann haben wir einige Ballen, die wir dann zeitnah an unsere Schafe verfüttern können. Oh, schon wieder falsch. Ich drücke halt einfach eine Taste und hoffe, die ist richtig. Das ist ein bisschen doof. Hallo? Oh, der Harald ist immer noch da. Dann machen wir mal gleich ein bisschen aus. Ja, den will ich jetzt nicht mehr haben. So sieht das Ganze onboard aus. Die Breite vom Mähwerk können wir gut sehen. Also wir können die Bahn ordentlich fahren. Und der Glas folgt mir auch schön. Sehen wir im Spiegel. So ist es wirklich eine feine Sache. Wenn ihr das nicht habt, dieses Follow Me, dann müsst ihr hier übers Feld wirklich Minimum dreimal drüber fahren, bis ihr die Ballen aufgeladen habt. Und wenn ihr dann noch nicht mal den Mod drauf habt, dass der euch die Ballen automatisch, also ohne Autoload, also ich muss sagen, dann Respekt, wer es selber macht. So, jetzt stört mich aber hier ein bisschen der Monitor. So. Also natürlich habe ich früher auch immer so Ballen gepresst, indem ich einmal, also mit der Kombination bin ich oft gefahren. Schwader und Mähwerk von. Mähwerke von. Damit bin ich gefahren, dann eigentlich hinten danach, also da habe ich meistens den Helfer angestellt. Dann fahre ich direkt dahinter selber mit dem Ballenwagen. Und dann muss ich halt noch einmal übers Feld heizen mit dem Autoload-Anhänger, um die Ballen aufzuladen. Ich muss sagen, so mit einem Mal drüber fahren, alle Arbeitsschritte abzudecken, ist natürlich viel einfacher. So, wir fahren durch die grüne Wand. So, was wir uns auch noch natürlich noch kaufen müssen, sobald wir das Geld haben, ist ein Ballenlager.
Das werden wir uns zulegen. Dass die Ballen natürlich auch ordentlich dann gestapelt sind. Und ich weiß auch schon, wo ich die hinsetzen werde, weil wir haben ja am Hof noch ein Lohnunternehmen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das Lohnunternehmen sein soll. Ich weiß gar nicht, wie die Map so sich das gedacht hat. Weil immer wieder gibt es die Lohnunternehmen Agrar irgendwas. Und da ist Platz. Da können wir locker 2-3 Ballenlager hinstellen. Und vielleicht finden wir auch einen Platz bei den Schafen, wo wir da eins hinstellen. Neben der auf die kleine Wiese vielleicht nebenan. Könnten wir uns überlegen. Haben wir gleich schon fast so die Hälfte der Wiese, glaube ich. So, hier am Ende können wir ja später nochmal einmal um die Ecke fahren. Nur eine Querbahn setzen. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie viele Ballen schon drauf liegen. Aus der Position raus ist es auch ein bisschen schlecht zu erkennen. Ich guck mal gerade in den Spiegel. Ups. Ja. War zu wenig Raum. Da war das Gebüsch zu nah, dass ich da irgendwas sehen konnte. Sowas. Na, da gehen noch ein paar drauf. Wie gesagt, das Gras war ja nicht hochgewachsen. War ja im ersten oder ist im ersten Stadium. Von dem her kommt da noch nicht so viel Gras bei rum. Und auch im Endeffekt natürlich nicht so viele Ballen. Maschinerie läuft gut. Hier passen noch 5 Stück, denke ich, auf jeden Fall drauf. Die 1,5 Quadrat Durchmesserballen, die sind leider auch nicht so gut auf den Auflieger aufgeladen. Die fangen ein bisschen weit hinten an. Und daher hängen die am Ende hinten etwas über. Aber da können wir jetzt nichts dran machen. Die sind sicher verladen. Auch trotz Überhang. Ist noch ein ganz schönes Stück von der Wiese da. Also den Anhänger vollkriegen tun wir auf jeden Fall. Irgendwie habe ich so ein paar Ruckler drin, wenn ich hier in diese Einsicht fahre. Das ist einfach cool mit anzusehen, wie der Anhänger einfach die Ballen mitnimmt. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 haben wir im Moment. Ja, denkt natürlich dran, das kostet Geld.
Ja, ihr kriegt das nicht umsonst. Und ballen durch das, dass ihr hinten ja zwei Helfer angestellt habt, kostet euch das auch ein bisschen Geld. Aber seit ich jetzt fahre, sind es 50 Euro gewesen. Also kann man es sich mal gönnen. Wenn wir die Ballen verkaufen würden, hätten wir die Kosten locker wieder drin. Das werde ich jetzt erstmal, denke ich, nicht machen. Kommt drauf an. Kommt drauf an, sorry. Wenn wir hier zwei Anhänger voll Ballen rauskriegen, dann werde ich einen Anhänger wohl verkaufen. Weil dann, so viel Ballen brauchen wir im Moment noch nicht. So viel Schafe haben wir noch gar nicht. Dass wir so viele Ballen bräuchten oder so viel, allgemein so viele Tiere haben wir nicht. Da könnten wir uns das dann, noch finanziell vergüten lassen. Kann ich jetzt nicht. Nee, ich muss leider den ersten fahren. Es ist einfach cool. Vielen Dank, wirklich vielen Dank mal an die Leute, die sich mit den Mods beschäftigen und die solche Mods entwickelt haben. Es ist richtig klasse. Überhaupt mal auf die Idee zu kommen, sowas zu machen. Das ist eine coole Sache. Ja, also ich werde bis zur nächsten Folge diese Wiese hier voll abmähen. Und natürlich pressen und aufladen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, weil ich mache jetzt hier mal eine kürzere Folge und mähe das Gras hier fertig. Es passiert sonst leider heute nichts. Aber das ist eben auch mal ein Tag des Landwirtschaftsseins. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis moin. Ciao.